So, jetzt machen wir mal den R100. So, fangen wir wieder in den Stats an. DPM ist für den Alpha-Schaden okay auf der Stufe. Penetration, brauchen wir nicht drüber reden, hat er keine. Reload-Zeit ist vollkommen in Ordnung für den Alpha-Schaden. Aiming-Zeit, Genauigkeit ist alles komplett in Ordnung für diesen Alpha-Schaden von 57. So, Geschwindigkeit ist halt nicht so schnell. Das weiß man aber, wenn man das Ding fährt. So, Riesenvorteil von dem E-Hund ist die Panzerung. So. Jetzt tun wir den bewusst nicht mit AP beschießen, sondern tun ihn bewusst mit Heat beschießen. Warum bewusst mit Heat beschießen? Weil, ich zeige euch das mal. Wenn man AP, kommst du nirgendwo durch, außer in der Unterwanne. Du lädst Gold, auf einmal wird er überall grün. Deshalb werden wir ihn bewusst mit Heat beschießen, damit wir halt auch die Schwächen des Panzers aufzeigen können. So. Das ist halt einfach ganz klar, die Unterwanne, die kann man sowohl mit Heat als auch mit AP relativ gut durchdringen. Also mit AP musst du halt schon ein bisschen Glück haben, aber es geht. So. Turm, wenn der Turm zu einem guckt und du mehr als 310 Golddurchschlag hast, dann schießt du Gold. Weil das leichter durchkommen durch einen Panzer als beim E100 Frontal geht nicht, ja. So, dafür brauchst du, du kannst es vergessen mit Heat, wenn das Ding im Sidescrip steht. Hier, da hat er 800 Panzerung. Heat in die Ketten ist sowieso eine schlechte Idee. Dann nimmst du wieder AP und schießt nicht ins Kettenrad, sondern schießt hier auf diesen Zipfel. Der Zipfel beim Sidescrip. Ansonsten kommst du nicht durch. Der E100 kann, guckt euch das an, wie der E100 seitlich stehen kann. Und selbst dann hat man hier vorne in einem Kettenrad nur 50% Durchschlag. Deshalb schießt man auf diesen Zipfel, nicht in die Kette, weil die Kette hat auch Panzerung bei dem Panzer. Die Kette hat 40 mm Panzerung, das darf man nicht vergessen. So, wenn man jetzt aber kein Gold schießt, bleiben einem frontal halt wirklich nur diese Stelle und der Balken hier oben zum Durchkommen. Ansonsten keine Chance. Da hier brauchst du nur draufschießen, wenn du ein gewisses Kaliber hast, also mit dem R100 geht das, mit der FV geht das. Also alles über 150 mm kommst du da durch. Wenn wir jetzt die kleine Kanone drauf machen, dann kommst du auch durch. Auch interessant, wusste ich auch noch nicht. Hier wieder hast du zugelernt. Dann kommst du da auch durch. Also 12,8er reichen auch hier durchzukommen. Stimmt, du hast 40 mm. Also alles über 121 mm kommt da durch. Nehmen wir wieder die große. Die große. So. Wie gesagt, also das Ding ist eigentlich ziemlich stark gepanzert, wenn man so will. Nur sobald man auf die 2 drückt, hat das Ding halt keine Panzerung mehr. Also Turm, keine Chance. Wie man dem entgegenwirkt, kurz zum E100 spielen ist, man dreht den Turm so ein bisschen seitlich, aber selbst dann hat man hier diese Kante. Also egal wie man den Turm anwinkelt, man kommt mit Heat durch. Es ist zwar hier deutlich schwieriger als das, aber es ist möglich. Deswegen ist der E100 halt so schwierig zu spielen, sag ich mal.